Jo Leute, was geht? Heute gibt es wieder eine weitere SCP-Kreatur. Und zwar geht es heute um SCP-2146. Das verbirgt sich im Innersten des Weltraumwals Euklid. SCP-Chroniken. Wir schauen auf jeden Fall rein, Leute. Es ist das erste Mal, dass ich in den Titel sehe, dass da Euklid draufsteht. Euklid ist ja quasi eine Gefahreneinstufung, dass er gefährlich sein kann. Dann gibt es, glaube ich, noch... Ich habe schon vergessen, Leute. Wir schauen auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, let's go mit dem Video, Leute. So. Okay. So, scheint wieder in der Stadt zu spielen dieses Mal. So. Ah ja, erstmal der Junge hier mit den ganzen AirPods unterwegs, ne? Hat dir das Fahren beigebracht. Ja, darf man sagen. Ich hab's gerade ausgeschaltet. Er liebt dich so sehr, dass er deine ganze Welt verschlingen wird. Du lernst alles über die Wissenschaft in Beibus Eingeweiden. Schwimmt durch den Weltraum. Hat die Größe eines Sterns. Er ist das freundlichste und netteste zum Teufel ist das? Monster. Papa! Und er ist weg. Wo ist er hin? Yo, der ist einfach im Weltraum gelandet. Kann er überhaupt Luft kriegen? Also wenn ich euch eine Sache sagen kann, ist, wenn man im Weltraumvakuum landet, dann, ja, man friert ein, aber vielmehr explodierst du sozusagen. Wobei, implodiert man dann nicht? Wie ist das eigentlich? Im Weltraum ist ein Vakuum. Das heißt, es ist ein Unterdruck. Ja, okay, nee, du explodierst. Okay. Sehr mysteriös. Weltraum. Ja, ich könnte jetzt ein großes Steak vertragen. Boah, ja, ich würde auch gerne jetzt mal ein Steak holen. Wie viel Uhr ist es? Ja, so ein Steak könnte man sich noch gönnen, vielleicht bei aus dem Kaufland. Ты только о еде и думаешь, Янки. Könnt ihr still sein? Ich bin hier beschäftigt. Ah ja, die Russen können nur Russisch, aber die Japaner können auch Deutsch. Ja. Verdammt, was ist es dieses Mal? Leute, seht ihr das auch? Was zum Teufel ist hier los? Die Raumstation, natürlich. Hat jemand das Funkgerät gesehen? Es muss hier irgendwo sein. Wer zum Teufel sind Sie? Sam, ich glaube, er sucht das hier. Vorsicht, Lady, das Ding ist gefährlich. Was zum Teufel ist hier los? Ich bin nicht in der Lage, mit euch zu kämpfen, Leute. Gebt mir einfach das Funkgerät zurück und ich bin weg. Zuerst erzählen Sie uns, wie Sie hierher gekommen sind. Ja, das hätte ich mir auch gefragt. Wie bist du bitte hierher gekommen und warum brauchst du dieses Funkgerät auf einmal? Ihr werdet mir sowieso nicht glauben. Es ist unser zweiter Monat auf dieser Raumstation und plötzlich taucht ein Typ aus dem Nichts auf. Ich denke, ich werde zuhören. Also gut. Verdammt. Na schön. Mein Name ist Chris Fox. Ich bin Forscher der SCP Foundation, einer Organisation, die anormale Objekte besitzt. Es begann alles vor ein paar Monaten. Gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Die großartige Brenda Gray braucht meine Hilfe. Träume ich? Sei nicht albern. Sieh dir besser das an. Ich arbeite gerade an einem seltsamen Fall. Ein Junge, der in einen Unfall verwickelt wurde, sagt, sein Vater sei direkt vom Fahrersitz verschwunden. Die Polizei dachte, er würde lügen. Aber die Verkehrskameras bestätigen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Er sagte, sein Vater habe am Radio herumgefummelt, bevor er verschwand. Er hat also Radio gehört und ist dann verschwunden? Was war in dem Radio zu hören? Okay, es scheint also irgendwas mit dem Radiosignal zu haben, zu heißen. Das Radiosignal teleportiert Leute? Ist es das? Der Junge trug Kopfhörer. Er hat nichts gehört. Die analytische Abteilung verknüpfte diesen Fall mit zahlreichen Aussagen von Zivilisten über verstörende Radiosendungen, die unerwartet die Sendezeit unterbrachen. Es gab weitere mysteriöse Fälle von Verschwinden. Kannst du mir helfen, die Quelle des Signals zu finden? Ich denke, es könnte von einem Satelliten kommen. Ich werde mich damit befassen, aber es wird einige Zeit dauern. Vielen Dank, Fox. Also habe ich den Fall übernommen. Ich analysierte alle aufgezeichneten Fälle. Mysteriöse Signale wurden einmal im Monat von zufälligen Empfängern in Illinois aufgefangen. Das bedeutet, der Satellit war geostationär. Wir mussten das Signal abfangen. Was heißt denn geostationär? Also, dass er quasi... Ah, geostationär heißt, glaube ich, dass der Satellit auf der Erde ist, montiert auf einer bestimmten Station, irgendwo in der Militärbasis oder so. Und dann gibt es so Satelliten, die orbital um die Erde kreisen. Fangen und damit den Standort der Quelle triangulieren. Wie lange noch? Ich muss die Koordinaten eingeben, Brenda. Verdammt, ich muss ganz von vorn anfangen.
Okay. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, ist das? Ist es das, wofür ich es halte? Das ist also die Quelle dieser Radiosendungen. Ich habe während meiner Zeit bei der Foundation schon... Einfach ein Wal im Weltraum. Das ist ja quasi ein Weltraumwal. Alles Mögliche gesehen. Aber ein gefrorener Wal, der mehrere Tonnen wiegt und im Weltraum treibt. Aber wie kann ein toter Wal Signale an das Funkgerät senden? Ist das wirklich die einzige Frage, die du im Moment hast? Wie ist es überhaupt in der Umlaufbahn gelandet? Verdammt. Kennt ihr denn nicht die South Park-Episode? Da haben die doch versucht, mit einer Rakete einen Wal auf den Mond zu schießen. Das ist der Wal. Das ist der Wal von der South Park-Episode. Weil der war ja in diesem Fischbecken oder in diesem Zirkus, ne, Wassershow-Becken gefangen. Und dann haben sie sich gedacht, jo, wir schicken den ins Weltraum. Das ist der Wal aus South Park. Wir müssen etwas dagegen tun. Wir können keine Weltraumexpedition starten. Es ist zu schwierig, das zu vertuschen. Ich werde versuchen, das Signalproblem zu lösen, Mr. Bosowski. In Ordnung. Heißt der Mr. Bosowski? Das haben die nicht gemacht. Was? Sie sind dran, Fox. Ja, Sir. Wir konnten nicht zulassen, dass diese Funksprüche der Zivilbevölkerung schaden. Also habe ich die naheliegendste Lösung versucht. Das Signal des Weltraumwalls zu stören. Mr. Wasowski, Chris hier. Sie wollten mich sprechen? Kommen Sie in mein Büro, sofort. Sie wollten mich sprechen? Chris hier. Sehen Sie sich das an. Ihr Störsender ist verdammt nutzlos. Wir hatten vermehrte Berichte über verstörende Radiosendungen erhalten. Verdammt, es scheint, dass die Signale häufiger wurden, als ich anfing, sie zu stören. Okay. Sir, die Passagiere, wir haben sie gefunden. Vor einigen Tagen erfuhr die Foundation, dass 32 Passagiere, der gesamte Waggon aus dem Delta-Express-Zug auf der Strecke Chicago-St. Louis, verschwunden waren. Am Morgen wurden ihre erfrorenen Leichen hoch in den Bergen von Colorado gefunden. Der einzige Überlebende erzählte, dass im Waggon plötzlich eine Radiosendung zu laufen begann und der Moderator etwas über schneebedeckte Berge sagte. Und dann landeten alle Passagiere plötzlich dort. So funktioniert das also? In der Radiosendung des Wals wird ein bestimmter Ort erwähnt. Und diejenigen, die zuhören, landen dort? So etwas habe ich noch... Also sie landen alle im Weltraum? Sehr interessantes Mysterium. Könnte man sich ja quasi die Raketen sparen. Nie gesehen. Dieser Wal faszinierte und überraschte mich mehr und mehr. Das störende Signal hat nicht funktioniert. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Bringen Sie das in Ordnung, Chris. Wir können nicht zulassen, dass die Leute etwas über das Objekt erfahren. Mit Hilfe der Technologien der Stiftung habe ich ein spezielles Empfangsgerät entwickelt. Die Funktionsweise war erstaunlich einfach. Es störte das Signal nicht, sondern fing alle Übertragungen des Wals ab und fungierte als alleiniger Empfänger. Dann brachten wir das Gerät... Was ist denn jetzt los? Mein Internet! Einfach. Okay. Es störte das Signal nicht, sondern fing alle Übertragungen des Wals ab und fungierte als alleiniger Empfänger. Dann brachten wir das Gerät in einer schalldichten Zelle unter und ließen es eingeschaltet. Der Wal konnte weiter senden, aber niemand sonst hörte es und so war niemand in Gefahr. Was glaubst du, wirst du sagen, wenn du einfach verschwindest? Das bedeutet, dass der Empfänger die Übertragung gerade empfängt, aber niemand sie hören kann. Nun, wir können davon ausgehen, dass das Objekt teilweise eingedämmt ist. Überwachung fortsetzen. Natürlich, Sir. Auch wenn die Menschen vor diesen seltsamen Übertragungen eines toten Wals sicher waren, hatte ich immer noch zu viele Fragen. Aber der Wal schwebte in der Umlaufbahn der Erde. Man kann nicht einfach zu ihm gelangen und sehen, wie er funktioniert. Einfach stell dir vor, so ein Riesenwal ist einfach der, der die Erde umkreist. Dann frisst er so die ISS auf. Nom, lecker Schmecker. Siehst du dir wieder deinen toten Fisch an? Ein Wal ist ein Säugetier, Miss Gray. Wert nicht. Oh, 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 das war frech. 1:0. Frech. Fragst du dich nicht, was in ihm drin steckt? Ich glaube, wenn wir das wüssten, dann würden wir auch herausfinden, wie er dorthin gekommen ist. Weißt du, meine Großmutter erzählte mir Weltraumgeschichten über... Achtung, Code 13. Dr. Christopher Fox, bitte melden Sie sich in Sektor 1K7. Oh, oh. Verdammt, irgendetwas stimmt mit dem Empfänger nicht. Was ist los? Keine Ahnung. Vielleicht ist die Batterie überhitzt. Vielleicht führt dieser Wal wieder etwas im Schilde. Aber ich muss das überprüfen. Wenn das Gerät ausfällt, werden die Signale wieder außer Kontrolle geraten. Ist das nicht gefährlich? Er ist im Moment im Standby-Modus. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, Vorsicht. Ich glaube, der Typ kommt da bald... Wir sind immer noch in den Prequels, ne? Brenda, ich brauche meinen Werkzeugkoffer. Ich kann dich nicht hören, Brenda. Ich bin gleich draußen. Wage es nicht, kaputt zu gehen. Jeder Segler kennt das. Stürmische See ist die Hölle. Yo, wie ist das Ding denn aus der Box rausgegangen? Das Gerät hat sich selbst teleportiert. Nein, nicht das. Scheiße. Chris. Whoops.
Oh mein Gott, das ist die größte Panik. Mitten im Ozean, bei so Wellen und durch. Ich weiß nicht, vielleicht war es Zufall. Aber ich glaube, es war der Wal, der das alles eingefädelt hat. Ich geriet in ein... Der Wal hat es eingewädelt? Eingewadelt? Eine stürmische See. Jetzt war der Empfänger meine einzige Hoffnung. Aber während ich mit den Wellen kämpfte, rutschte er mir aus den Händen und begann auf den Grund zu sinken. Komm schon, bring mich zurück zur Basis. Ja! Ja, das sieht eher nach einem Dschungel aus. Es ist Wahnsinn. Wir müssen irgendwo Holzfäller sein, damit ich nach Hause kann. Yo, der ist ja nicht nur durch Raum gereist, sondern durch Zeit. Einfach Dinosaurier. Hey Leute, ist jemand da? Scheiße. Mist, mach schon. Einschalten. Bring mich weg von hier. Ja. Du hast Glück, denn du wirst jetzt fallen. Was? Nein! Oh oh. Oh Gott, es nimmt kein Ende! Einfach nein, unendliche los. Räume, ey. In diesem Fall, willkommen im Weltraum. So, bin ich hier gelandet. Jetzt gib mir den Empfänger zurück. Du willst uns also sagen, dass du an einem Ort landest, von dem dieses Ding erzählt. Du bist ein schlaues Kerlchen, Cowboy. Oh, merde! Das ist doch Blödsinn. Das kann einfach nicht sein. Glaubst du ihm etwa? Wir müssen uns bei der Einsatzleitung melden und auf weitere Anweisungen warten. Natürlich. Ja, also weitere Anweisungen. Kollegen, ihr müsst das doch nicht melden. Ihr wisst schon, dass wenn die SCP Foundation da drin ist, dass die Einsatzleitung ganz genau weiß, dass das nicht weitergeleitet werden darf. Eine Idee. Dafür ist keine Zeit mehr. Gebt mir einfach das Gerät, bevor jemand verletzt wird. Hey! Weltraumkampf! Warte, Kumpel, nicht so schnell. Scheiße! Ihr habt keine Ahnung, womit ihr es zu tun habt. Fassen Sie es nicht an. Sam, hilf mir. Die Sieber. Lass das Ding los. Idioten, das kann gefährlich sein. Kinder, kommt schon. Wir haben eine Kriegssträhne. Ach, ihr seid so dumm. Ihr hättet euch die Ohren zuhalten sollen. Die Bo frisst euch gleich auf. Was ist denn hier los? Scheiße. Bist du jetzt glücklich? Feuer im dritten Abteil. Ist da jetzt Sam, jemand, Harry? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Wir sind aus der Umlaufbahn. Wo sind wir? Das kann nicht sein. Wir sind auf der anderen Seite des Planeten. Die sind mit der ganzen Station geportet. Glaubt mir, das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Wie meinen Sie das? Ist das der Wal? Nicht ganz. Leute, kommt schon. Wir haben eine Glückssträhne. Baibu frisst euch gleich komplett auf. Nein, das ist nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Mist, drittes Abteil. Wir müssen es abtrennen. Wir werden alle sterben. Ein Wal. Im Weltall. Sam, reiß dich zusammen. Wir haben ernste Probleme. Sei doch nicht so wählerisch, oder? Ich weiß, der Witz war jetzt nicht so gut. Probleme. Davon habe ich schon lange geträumt. Oh Gott. Sam, die Station wird nicht mehr lange halten. Wir müssen evakuieren. Komm schon, komm schon. Bring uns irgendwo an die Côte d'Azur. Verdammt nochmal! All hierher! Los! Was zieht euren Weltraumanzug an! Hey, Boo! Es ist niemand hier. Also spar dir deine Tränen. Es ist 10.000 einsame Jahre her. Keine schlechte Art, die Dinge zu beenden, findest du nicht? Es sieht hier nichts aus, mich zu opfern, um das Rätsel zu lösen, das ich seit vielen Monaten zu lösen versuche. Wirklich? Du willst dich opfern für ein Rätsel, woran du mehrere Monate arbeitest? Bist du so fasziniert davon, dich selbst zu erledigen? Nur noch einen Moment. Das ist... Nein, das kann nicht sein. Was ist passiert? Yo! Wo ist der Wal jetzt hin? Er wählt jetzt seine Teleportation aus. Wir werden abwarten. Komm, ey, Leute, dafür müsst ihr ein Like da lassen. Für diesen einen Joke. Abwalten. Nein. Abwählen. Oh. Was ist passiert? Wo ist er hin? Das interessiert mich nicht mehr. Wir werden das schon verwalten. Ach komm, Leute. Ja, ich bin nur froh, dass wir noch leben. Aber der Wal im Weltall. Ich muss es den Vorgesetzten erklären. Und wie wir die Station zerstört haben. Начинаем снижение. Es wird ein bisschen wackelig. Wo landet ihr?
Ich verstehe das nicht. Wo? Aber die Grafik ist jetzt auf dem Planeten auf PlayStation 1 Niveau gesunken plötzlich. Wo sind wir? Den Messdaten zufolge sollten wir irgendwo in den Vororten von New York landen. Sieht überhaupt nicht nach New York aus. Hey, nee. Stoite. Schauen wir. Das sieht gar nicht nach New York aus, das sieht eher nach PlayStation 1 aus. Was ist mit der Qualität, ey? Mach doch Qualität hoch. Ist uns an. Nein, sagt mir, dass okay. Das nur ein Scherz ist. Das scheint die Freiheitsstatue zu sein. Yo, die sind in New York, aber in New York weit nach dem Ende der Menschheit. Nein, wo ist Amerika? Wo sind alle? Das Ding, mit dem du herumgefummelt hast, was stand da drauf? Also spar dir die Tränen. Es ist niemand hier. Es ist... 10.000 einsame Jahre her. Badar, sich kaputt! Оставь его, Paul! Einfach Fallout. Es ist einfach Fallout. Ich wusste nicht, dass es so enden würde. Wir sind alle tot. Was ist mit dem Typen passiert? Es ist schwer zu erklären, was ich im Inneren des Weltraumwalls gesehen habe. Ich sah alles und gleichzeitig nichts. Und dann gab es einen Blitz und ich bin hier gelandet. Und das Video laggt mal wieder. Mein Internet ist heute wirklich miserabel. Okay. Ich bin hier gelandet. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. Es ist schwer, das Zeitgefühl zu behalten, wenn nichts in der Nähe ist. Es ist eine Woche her, vielleicht ein Monat. Seltsamerweise fühle ich weder Hunger noch Durst. Ich weiß nicht einmal, ob ich noch am Leben bin. Ich glaube, die Zeit läuft für ihn nicht. Es ist wie, als wäre er in einem schwarzen Loch, oder? Aber ich bin glücklich. Es scheint, als hätte ich eine Oder du bist in einem Nichts und du bist glücklich im Nichts. Ewigkeit vor mir. Und ich muss mich selbst beschäftigen. Gut, dass ich dieses Ding dabei hatte. Die ganze Zeit über kam kein einziges Wort aus dem Empfänger. Scheint so, als hätte er zur Abwechslung mal angefangen, mich zu senden. Nun, ich hoffe, jemand hört mich. Es ist Zeit für ein paar Weltraumgeschichten. Er liebt dich so sehr, dass er deine ganze Welt verschlingen wird. Du lernst alles über die Wissenschaft in Bay Boos Eingeweiden. Schwimmt durch den Weltraum, hat die Größe eines Sterns. Er ist das freundlichste und netteste kosmische Monster. Das ist ja quasi wie bei Interstellar. Eine andere Version, gefangen in Raum, entflohen von Raum und Zeit, ist in diesem schwarzen Loch gefangen, also ist da drinne, kann jede Zeit sehen, kann auch mit der Vergangenheit kommunizieren und er war die Stimme auf dem Funkgerät. Er war die Stimme die ganze Zeit auf dem Funkgerät und er sendet anderen Leuten. Boah, das ist einfach ein Zeitteleportierer. Crazy. Ja, auf jeden Fall interessante Episode, muss ich sagen. Ein bisschen verwirrend, weil das war diese ultra krasse Spannung, die kam am Ende vielleicht nicht so krass auf, aber war auf jeden Fall eine interessante Wendung. Es ist so heftig, dass jeder SCP-Kreator einfach eine ganz andere Story hat. Also wirklich überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Leute, ich hoffe natürlich an der Stelle, euch hat das Video gefallen. Checkt natürlich SCP-Chroniken aus. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr den nächsten Part haben wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus, haut rein und ciao.